Heute gehe ich mal auf die kulturellen Unterschiede ein, die es zwischen Deutschland und Spanien gibt. Und ich bin gespannt, ob du das auch schon so erlebt hast oder ob es vielleicht noch eine andere Besonderheit oder einen anderen Unterschied gibt, der dir einfällt. Dann lass es mich doch im Kommentar wissen. Bis gleich! In diesem Video möchte ich heute einmal auf die kulturellen Unterschiede und Besonderheiten eingehen, die es zwischen den beiden Ländern Spanien und Deutschland gibt. Und ich würde mich freuen, wenn du in den Kommentaren auch nochmal deine Erfahrungen reinschreibst, was dir so aufgefallen ist und was ich denn vergessen habe. Die nonverbale Kommunikation. Das ist eines der ersten Dinge, die mir aufgefallen ist, als ich den ersten Kontakt zu Spanien hatte. Die Spanier sind es gewöhnt, dass man sich gleich herzlich mit Küsschen rechts, Küsschen links begrüßt, dass man relativ schnell den Körperkontakt sucht, man irgendwie auf die Schulter langt und ja, einfach die Distanz ist nicht so da, die es bei uns Deutschen doch schon eher gibt. Wir sind von Anfang an immer erstmal distanziert, dann gleich die Hand schütteln, guten Tag, schön förmlich, immer ein bisschen die Distanz in den Abstand wahren. Vieles spielt sich draußen ab. Klar ist das Klima natürlich in Spanien besser, in den meisten Gegenden zumindest, als in Deutschland. Das heißt, man hat mehr Sonnenstunden, oft auch wärmere Temperaturen, sodass man eigentlich das ganze Jahr über lang auf einer Terrasse sitzen kann und da natürlich sich dann auch gerne trifft. Auch nach der Arbeit ist es ganz üblich, dass man sich noch irgendwo auf ein Bierchen trifft, mit Freunden, mit der Familie am Sonntag irgendwo ins Restaurant essen geht. Ja, es ist alles viel, viel mehr draußen und in Gesellschaft. In Deutschland hingegen sind wir doch eher ein bisschen häuslicher meistens, würde ich mal sagen. Ja, also verbringt doch sehr viel Zeit auch zu Hause und wenn es Familienessen gibt, dann werden die meistens auch zu Hause abgehalten. Die Terrassen sind meistens nicht so gut besucht und wenn, da sitzen dann nur die Raucher, die auch im Winter abgehärtet sind, ja. Aber ansonsten ist so dieses, ja, diese Tradition, alles eher nach draußen zu verlegen, in Deutschland nicht so gegeben, wie es in Spanien ist. Die Essenszeiten. Morgens um 7 Uhr Frühstück, um 12 Uhr Mittagessen, 18 Uhr Abendessen, 20 Uhr Tagesschau, gute Nacht. So oder ähnlich findet das in einigen deutschen Haushalten noch immer statt. Ja? Und das ist natürlich ein krasser Unterschied auch zu den Zeiten, zu den Essenszeiten, die wir jetzt auch in Spanien, die man in Spanien halt auch ganz häufig hat. Ne? Da ist ja gerade das Abendessen, finde ich immer sehr charakteristisch. Gerade am Wochenende auch die Restaurants beginnen ja erst so ab 21 Uhr überhaupt mal so die ersten Gäste zu bekommen. Ja? Und das Abendessen dann halt meistens auch die späten Abendstunden verlegt wird. 21, 22 Uhr habe ich auch schon erlebt, dass man sich zum Abendessen getroffen hat, am Wochenende hauptsächlich. Und eine witzige Anekdote, die mir damals mal passiert ist, nachdem ich ziemlich lange in Spanien war, bin ich mal wieder für längere, für ein paar Tage nach Deutschland gegangen und dort abends an einem Samstag in eine Pizzeria wollten wir gehen. Es war dann schon 9 Uhr, wir kamen ins Restaurant rein, es waren die einzigen Gäste, die noch drin waren, die sind aufgestanden, um zu gehen. Wir waren dann letztendlich alleine, ja, die Küche macht bald zu, aber wir können jetzt noch gleich bestellen, dann wird es noch gehen. Wie gesagt, Samstag in einer doch relativ größeren Stadt, 21 Uhr, okay. Dann haben wir halt bestellt und dann kamen noch andere Gäste rein. Wir dachten noch, ach, schau mal, noch andere Deutsche, die sich hier jetzt noch zum Abendessen hinsetzen wollen. Und dann haben wir gehört, wie sie sich hinter uns hinsetzen und fangen an zu reden und es waren Spanier. Also, die beiden einzigen Personen, die noch in dem Restaurant waren, war ich doch als Deutsche und eben die Spanier noch. Deswegen so die Zeiten, die Essenszeiten sind extrem anders in Spanien als in Deutschland. Klimaanlage. Ein heikles Thema, wenn man sich so die Umweltaspekte mal anschaut. Aber im Sommer zugegebenermaßen natürlich auch sehr angenehm, wenn man gerade in einer sehr heißen Gegend von Spanien ist und man dann einfach mal noch kurz im Supermarkt was einkauft oder noch irgendwo in ein Geschäft reingeht und dann diese kühle Luft einem entgegenweht. Im ersten Moment angenehm, aber wenn man dann von 40 Grad Außentemperatur runtergekühlt wird innerhalb von 2 Sekunden auf gefühlte 10 Grad Raumtemperatur, ist es manchmal schon ein kleiner Schock. Und es ist auf jeden Fall auch etwas, was natürlich, finde ich, sehr auffällig ist in Spanien. In Deutschland kommt es einfach nicht so häufig vor, dass man eben solche überhaupt Klimaanlagen vorfindet und wenn dann auch gleich noch solche extremen Temperaturen, sodass das auch nochmal ein Unterschied ist, den ich hervorheben möchte. Und zum Abschluss noch insgesamt grundsätzlich der Charakter, das Temperament.
man merkt es einfach. Ja? Wir Deutschen, wir können manchmal nicht aus unserer Haut und sind einfach so ein bisschen distanziert, zurückhaltend, erstmal vorsichtig. Ja? Und manchmal kann es da auch so ein bisschen anfängliche Missverständnisse herbeiführen, wenn ein Deutscher und ein Spanier aufeinandertreffen und wenn es, wie gesagt, schon darum geht, überhaupt sich zu begrüßen. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, Küsschen rechts und links ist ganz, ist man da schnell dabei, auch wenn man sich noch gar nicht kennt, ja. Und dann kann es manchmal schon so ein bisschen komischen Situationen kommen, wenn der eine die Hand entstreckt und der andere aber dann gleich ein Küsschen geben möchte. Aber ist auch wieder lustig und finde ich, gehört einfach auch dazu. Wenn man sich auf ein anderes Land konzentriert oder für ein anderes Land interessiert, dass man sich eben auch auf diese kulturellen Besonderheiten einlässt. Ja? Und ich finde, man merkt es auch einfach, wenn man in ein Café, eine Kneipe in Spanien geht, ist da ein Geräuschpegel. Man versteht seinen direkten Nachbar meistens nicht mehr und ist dann irgendwann automatisch selbst gezwungen, die Stimme zu heben, um sich überhaupt noch einigermaßen unterhalten zu können mit seiner Begleitung. Ja? Und in Deutschland hingegen ist das alles ein bisschen entspannter und ruhiger. Und wenn man da dann mal ein bisschen die Stimme hebt, wird man gleich komisch angeschaut, weil jeder denkt, streiten die oder was ist denn da los? Ja? Das sind so ein bisschen diese witzigen Unterschiede, die ich immer finde. Und insbesondere bei Flughäfen fällt es mir ganz oft auf. Wenn ich in Deutschland im Flughafen lande, ist da eine Stille und Ruhe. Kaum lande ich in Barcelona oder in einem anderen größeren Flughafen in Spanien, geht das Ganze schon wieder anders zu, was die Lautstärke anbelangt. Aber das macht meiner Meinung nach auch den Charme aus von diesem Land, denn ich finde, es tut uns auch ein bisschen gut, uns Deutschen, dass wir da mal ein bisschen lockerer werden, manchmal in einiger Hinsicht, und sich eben auch auf diese Kultur einlassen. Ich freue mich auf deine Kommentare. Lass mich mal wissen, was dir noch so aufgefallen ist an Unterschieden, und ich bin gespannt, was du schreibst.